Jo Leute, was geht bei euch ab? Nein, nutze es nicht aus, Leute. Ich versuche halt nur halt für sie da zu sein, weil ich so scheiße finde, wenn sie so alleine ist, ne, und dann niemanden hat. Soll ich schwul sein? Soll ich. Das will ich nicht verarschen. Niemand hat mich. Ich habe vor kurzem ein FIFA-Video rausgebracht. Link in der Beschreibung. Und dann kommt noch ein Video mit einer gewissen Person. Das heißt, wenn es noch was draus wird, ich kann es euch gerne mal zeigen. Einmal auf. Genau, ja Mann, bei dir läuft viel. So, okay, das war scheiße, fast Spaß beiseite. Ich weiß noch nicht, ob ich noch was zocken soll. Wisst ihr? Ich weiß es nicht. Bäh. Was geht? Mal gucken, wie er mich supportet. Ich habe das Video heute hochgeladen. Mal gucken, wie viele Klicks das bekommen hat. Ne? Wir müssen immer auf die Klicks gucken, auf die Klicks, ne? Ja, ich guck mal, ich habe 4 Cent verdient. 4 Cent. Okay, gut. Ich mache ein Video. Es ist eine Morgens, Junge. Es ist einfach eine Morgens. Wisst ihr was? Komm, wir checken mal kurz ab. So, ich wollte nur kurz das Thema EBT ansprechen. Gebt euch. Ali Hakim hat sich damit bestätigt, dass er es war. Er ist so ein Ehrenmann und verrät seine Freunde nicht. Komischerweise, ich habe gesehen, dass LBK nämlich mit dem Kontakt hatte, der angeblich auch am Telefon war. Er hat das Video alle geguckt, ich brauche nichts sagen. Und nein, ich werde jetzt nichts groß erwähnen in dem Video. Ich werde halt nur mein Thema, meine, ich werde halt nur meine Rede dazu halten und nochmal so an ein paar Leute, die meinten, ich bin ehrenlos, ne? Das Video, wo drauf stand, LBK, nochmal für die, die nicht zugehört haben. Leute labern einfach, ich habe das für Klicks gemacht. Junge, ich scheiß auf die Klicks. Ich habe in dem Video ausdrücklich gesagt, dass ich auf diese Klicks scheiße. Was wollt ihr von mir, Junge? Ich habe gesagt, ich scheiß auf die Klicks, ne? Aber nein, die Leute müssen mal wieder sagen, deine Klicks sind die viel wichtiger, du ehrenloser Hund und so. Ich scheiß auf die Klicks auf diesem Video. Ich habe es ausdrücklich gesagt, dass ich auf darauf die Klicks scheiße. Dein ein liebenswerter TV. Ich will jetzt nicht sagen, nicht, dass du jetzt denkst, ich mache vielleicht Bock, man schreibt auf dich, nur weil ich den Namen erwähnt habe. Ach, nicht stimmt, ich kann das nennen, dass ich auf mich meine. Ui, vielleicht meine ich auf mich. Das Mikrofon ein bisschen wegstellen, ne? Ich muss ein bisschen meine Fresse halten, sonst wachen meine Eltern auf und geben mir Nackenschwelle mit dem Teller. Nackenschwelle mit dem Teller. Das Thema LBK, es hat sich herausgestellt, Ali Hakim ist derjenige gewesen, der das gelabert hat. LBK, sein Vater beleidigt hat und sowas. Und ja, ehrenlos, Top 10, du hast es geschafft, Bruder. LBK hat dich mehrmals gepusht, er hat 3 Videos über dich gemacht, oder was weiß ich, wie viele Videos. Hast es verdient, Bruder, ich hoffe, du löscht deinen Kanal. Was macht er für ein Video? Gebt euch. Ey, nicht gucken, nicht gucken. Du wolltest gerade gucken. So, wir packen raus. Ein auf den nach Motto, ja, ich hab nach Motto gesagt, richtig gehört. Oh ja, guck mal, wie süß, er schenkt deine Schwester Schuhe oder was weiß ich was. Junge, das bessert auch nicht alles, du hast reingeschissen, Junge. Wie LBK gesagt hat auf dein scheiß Konzert, dich entschuldigen, dass du deine Community verarscht hast, das kannst du tun. Ich war auch schon an zu rappen, Alter, mit meiner Hand. Ich war auch schon an zu rappen. So, ein auf den ich bin so Rapper geworden. 50 Cent. Starbucks. Erstes Video ist, mein toter Vater wird beleidigt. LBK. Haben wir alle gesehen. Zweites, Younes Amiri und Ali Hakim. Die Lügner. Das ist rausgekommen.
weil Ali Hakim sich in die Hose geschissen hat und seine Fresse nicht aufmachen konnte und die Wahrheit sagen konnte. Ali Hakim und Yunus Amiris letzte Chance, nachdem sie sich in die Hose gepisst haben und es gesagt haben, aber nicht schlimm, mach ruhig weiter, vielleicht verdient ihr irgendwann die größere Strafe. Das vierte neueste Video ist vor, einen Tag rauszukommen. Achso, zum Thema ABK, Grüße an dich, Bruder, ich hoffe, du siehst das Video, ich schwör's dir, großen Dank nochmal, dass du auf mein eigenes Video reagiert hast. Ich hätte das niemals erwartet, dass er auf mein Video kommentiert. Ich wollte dazu dem Thema nicht viel sagen, da ich wollte nur, wie im letzten und ersten Video, was ja so scheiße rübergekommen ist, weil es ja angeblich hieß, dass ich das nur für die Likes gemacht habe. Digga, wenn ich das monetarisiert hätte, hätte ich es verstanden, habe ich aber nicht. Was wollt ihr von mir, Junge? Deswegen frage ich mich, warum werde ich angeschissen bei einem Video, bei Sachen, die gar nicht stimmen, Junge? Was seid ihr für Menschen? Andere machen auch drüber ein Video und ich werde dafür angeschissen oder was? Ich einen YouTuber vielleicht angeschissen habe, der 1000 Abonnenten hatte, aber scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, dass ihr auf diesen scheiß Konzert, was ihr da macht, euch bei ABK entschuldigt. Das bitte ich für euch. Also, das wäre schon ein bisschen sinnvoll und schlau in eurer Story, also Geschichte, die ihr abgezogen habt. Und wer es immer noch nicht verstanden hat, ich scheiße auf die Klicks auf diesem Video, ich scheiße auf den Daumen hoch auf diesem Video. Ich werde das Video jetzt nicht auf 100 Minuten tun oder eine halbe Stunde oder einen halben Bollywood-Film machen. Deswegen würde ich sagen, das war's mit dem Video und haut rein, Leute. Ciao!